Jo, ein wunderschönes Hallöchen und herzlich willkommen. Ja, schon wieder zu einem neuen Case Opening. Keine Ahnung, mich hat jetzt irgendwie voll die Sucht danach gepackt. Allerdings habe ich auch beschlossen, dafür in League of Legends zum Beispiel nicht mehr reinzucashen, in FLiFE nicht mehr reinzucashen. Also ich habe mir jetzt einige Dinge weggenommen und ja, gut, habe mir jetzt halt mal wieder ein bisschen Steam-Guthaben aufgeladen und dann habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du was, habe ich mir nur mal ein Spiel neu gekauft und dann, egal, noch ein Case Opening. Jo, kann man ja nicht genug machen. Allerdings muss man sagen, zu 95%, warum ich jetzt erstens Breakout mache und zweitens so kurzfristig schon wieder eins, ist, achso, naja, hier habe ich das eingestellt. Ich habe eine Breakout-Kiste geöffnet, einfach nur so just for the Lloyds, weil ich habe eine gedroppt und dann habe ich mir gedacht, ja komm, drauf geschissen, öffnest du einfach mal eine ohne Aufnahme, so ja. Wird eh nichts Gutes drin sein. Es wird irgendeine Scheiße drin sein, wie immer halt, ja, so ein blauer Scheiß halt, kennt man ja. Und dann ist es halt einfach eine verdammte Glock 18 Water Elemental und dann halt einfach Factory New. Gut, ist jetzt nur knapp 8 Euro wert, ist jetzt nicht so krass, aber ich meine, einfach nur der Gedanke, ja, dass man einmal ohne Aufnahme eine Case öffnet, bam, Glock 18 Factory New. Also, what the fuck, einfach nur. Und ja, deswegen, wie gesagt, Breakout, aber eventuell ist ja Breakout das Luck. Man muss ja sagen, Breakout ist die erste Case, wo ich einen roten Skin gezogen habe, also die N41 Cyrex, und schon meine Glock 18 Water Elemental in StatTrak Minimal wäre. Die war damals über 30 Euro wert, also ja, mit den Cases habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen, aber man hat es ja beim letzten Mal gesehen, nur weil ich bei den Vanguard-Kisten bisher schon mal einen Knife gezogen habe. Ja, es hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe nicht noch eins gezogen, also das ist, es ist natürlich randomer, aber ich meine, nichtsdestotrotz, jo, habe ich hier trotzdem ganz gut Luck gehabt. Und Butterfly Knives sind halt trotzdem mit so ziemlich die teuersten. Nach Karambit sind sie sogar glaube ich, die teuersten. Von daher, jo, ich würde jetzt nicht Nein zu sagen. Genau, oh, da war sie schon, die Glock 18. Ja, vielleicht ziehe ich sie ja nochmal, das wäre es ja schon. Huh, meine Herren, du, das macht echt, ich sag's euch, das ist krass. Muss ich jetzt auch wieder runterfahren mit den Skins hier, das ist so teuer. Und man kriegt nur Bullshit. Das ist einfach echt so. Oh, Nova Coil. Nice. Wenigstens schon mal ein Leader nennen. So ein Only Blue Opening will ich auf jeden Fall nie wieder machen. Hatte ich aber, glaube ich, bisher auch erst ein einziges. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es war. Ich glaube Huntsman. Ja, weil ich bei den Huntsmen wollte ich unbedingt die AK Vulkan haben und habe ich, glaube ich, insgesamt schon dreimal gemacht. 10 Huntsmen und das, nein, einfach nur nein. Das ist mit Abstand die Case, wo ich bisher am wenigsten Luck hatte. Und zwar mit sehr großem Abstand. Oh, da war die Desert Eagle. Oh man, schon zwei Pinke. Na ja, gut, knapp kann man jetzt nicht sagen, aber naja. Wir waren schon in Reichweite, sagen wir es mal so. Aber bei meinem Luck wird es darauf hinauslaufen, dass wenn ich irgendwann mal wieder Knife ziehe, ja, dass es dann halt einfach, keine Ahnung, was ist denn jetzt so ziemlich das schlechteste, ja, keine, also Flip-Knife, also Klappmesser, ist ja, glaube ich, so ziemlich das wertloseste. So Kampfspuren, Flip-Knife, Safari-Mash oder so. Ey, oh Leute, da war ganz vorne die Cyrex. Ja. Das ist, also wenn irgendwann nochmal, dann safe sowas. Ja, es gibt ja dann auch Leute, die öffnen eine, ja wirklich eine verdammte Case und ziehen Karambit Fate StatTrak Factory New, wo du dir einfach nur denkst, okay, what the fuck. Aber naja, die anderen Skins sind ja auch ganz cool, die man bekommt. Oder waren jetzt Cyrex und Water Elemental in der Case und ich krieg natürlich nur die Negative. Ja, wobei die Water Elemental, ehrlich gesagt, ich will sie gar nicht nochmal haben. Das ist jetzt das dritte Mal, aber ja, was werden hier eigentlich noch geil? Hm, eigentlich die, ja, eigentlich nur die drei. P250 brauche ich eigentlich nicht. CZ spiele ich nicht. Und, ja gut, alles andere ist so, ja. Crap, also das will ich nicht. Also ich will es nicht nur, sondern ich brauche es auch nicht. Also, einfach nur Bullshit. So, da ist die Tigris trotzdem gekommen. Das sah mir ziemlich Minimalware-mäßig aus. Aber kann man so immer schlecht sagen. Vor allem bei mir, ich
Was bei mir das Einschätzen angeht, ja, da habe ich sowieso schon aufgegeben. Ich meine, ich bin fast immer, also ich liege fast immer falsch. Okay. Ja, da sage ich gar nichts zu. Das, bei solchen Skins ist es immer am schwierigsten. Okay, noch zwei Stück. Eine Chroma-Kiste habe ich auch noch, aber ja, die Skins gefallen mir jetzt an sich eigentlich gar nicht so sehr. Das ist eigentlich mit zwar ziemlich die schlechteste Case, finde ich, weil da nur Bullshit drin ist. Da sehen die beiden roten Skins schlecht aus und alle anderen eigentlich auch. Und ja gut, ein paar gehen schon, aber man öffnet ja eine Case nicht, wenn man die roten nicht mag. Ja, ich meine, das ist ja Schwachsinn, weil wenn man dann was Rotes bekommt und sich nicht darüber freuen kann, weil es scheiße ist, oder wenn man es scheiße findet, ich meine, das ist ja dann auch irgendwie, ja, irgendwie ziemlich sinnlos, ne? So. Und noch eine SSG. Ach, komm schon. Oh, einen lilanen hat man. Ne, zwei. Zwei. Okay, stimmt. Zwei. Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt noch einen pinken. Wobei, technisch gesehen habe ich ja schon die Water Elemental bekommen. Von daher ist es wie immer einmal pink, zweimal lila, Rest blau. Oder vielleicht auch nicht. Und komm schon. Hey, nice. Noch eine. Wenigstens noch ein lilaner, aber die sieht. Alter, die sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt schauen wir uns jetzt mal an hier. Warum habe ich bei der Nova kein Bild? The fuck? Okay. Ja gut, das hatte ich aber schon öfter. Einsatzerprobe. Jetzt mal ohne Spaß, ey. Bin ich irgendwie. Ohne Witz. Ich habe das Gefühl, ich bin, was das angeht, irgendwie wirklich. Ich hab da einen Fehler im Kopf oder so. Ich sehe da echt nicht, wo das abgefrackt ist. Tut mir leid, aber ich sehe es nicht. Also für mich ist das nicht einsatzerprobt. Dann was war es noch? Genau, die CZ. Minimal. Okay, gut, das passt. Und genau, ansonsten nur hier die blauen. Was hat man da noch? Urban Hazard in einsatzerprobt. SSG Minimal. Kann ich eigentlich gleich mal ausrüsten. StatTrak P2000 in Minimal. Ja, wenigstens mal was. Dann MP7, wobei da haben wir. Ne, haben wir keine mehr gezogen, ne? Stimmt. Ah, hier ist gar nichts mehr davon, fällt mir gerade auf. Oder? Ne, nichts mehr. Genau, dann haben wir noch die Negevs. Oh, ja, die sind. Oder oh, jetzt sowas wie Negev, G3S, G1 und so. Das ist immer Factory New. Das ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist einfach Gesetz irgendwie. Dass die Skins, die du wirklich, die mit Abstand am wertlosesten und am schlechtesten sind, also vom Aussehen her, vom Wert her und von allem anderen her, weil es einfach eine Waffe ist, die man sowieso nicht spielt, sind immer die besten Conditions. Ohne Witz, das ist crazy. Ach so, Moment, da habe ich ja schon die, ne? Ah, ne, sehen echt beide scheiße aus. Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Leute gesagt, mach doch mal Trade-Up-Contract, aber irgendwie, keine Ahnung, ich finde halt, also ich habe mir jetzt schon länger Gedanken gemacht, was ich mit den Skins hier machen soll. Also seit dem vorletzten Case Opening, um genau zu sein. Aber ich finde, also ich finde, ganz ehrlich, Trade-Up-Contract irgendwie scheiße, weil mit 90%iger Wahrscheinlichkeit wird der Wert, also ich meine, klar, die sind eh nichts wert, also wie viel sind die schon wert? 10 Cent. Hier die Tech-9s und ja gut, hier so eine Urban Hazard ist vielleicht 30, 40, 50 Cent wert, ein bisschen mehr, je nach Condition halt. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich halt nicht, wenn du aus, sagen wir mal, 1,70 € machst. Ich meine, das ist noch unlohnenswerter, als wenn du diese 30 Cent Gewinn dann sozusagen noch mit reinholst. Also, ja, keine Ahnung. Also, solche Trade-Up-Contracts finde ich irgendwie behindert, weil sie bringen halt nichts. Ja, weil ich meine, es ist weder ein Skin dabei, den ich unbedingt haben will. Und selbst wenn er dabei wäre, würde ich ihn mir lieber für 1 € kaufen, als dann noch einen Trade-Up-Contract zu machen, wo du noch mehr Kohle verlierst. Also ich meine, aus dem Kohle verlieren machst du Kohle verlieren. Das ist dann irgendwie noch sinnloser. Ja, also alles in allem sind sowieso Case-Openings ziemlich behindert, weil da macht man nie Gewinn. Außer man ist so ein richtig abnormaler Lacker. Aber das bist du auch maximal beim ersten Mal, weil spätestens nach 100 Cases, die du dann öffnest, hast du safe wieder Verlust gemacht, weil. Außer du bist so ein richtig, richtig, richtig harter Lacker, aber ich meine, gut, das ist eigentlich niemand. Zumindest niemand, den ich kenne. Nee, egal. Das war's wieder. Ja, leider wieder kein Knife. Unsere Quote steht allerdings noch. Die, ja, die bleibt. Technisch gesehen ist es sogar besser geworden, weil ich hatte jetzt drei lilane und einen pinke. Aber dafür natürlich eine Case mehr geöffnet, technisch gesehen. Aber jo. Genau. Jo, dann, wie gesagt, bedanke mich wie immer fürs Einschalten und würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Okay. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, einmal machst du es noch, weil,
Einfach nur Just for the Lloyds. Und zwar eine E-Sport-Sommerkiste. Öffne ich jetzt noch. Und ja. Einfach nur, keine Ahnung, einfach nur nochmal Just for the Lloyds. Was wird eh nichts sein, aber keine Ahnung. Es ist. Bullshit ist das. Das ist Bullshit. Okay, ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt so das Gefühl, wenn ich jetzt nochmal eine einzelne aufmache, dass dann das Lack irgendwie wisst der größer ist. Ja? Einfach so. Aber ja, gut, war nicht so. Und die ist auch noch richtig abgefrackt. Was ist denn das überhaupt? MAC 10 Ultraviolett, what the fuck? Habe ich noch nie in meinem Live gesehen. In-game, meine ich. Ja, naja, habe ich eine bessere. Tja, ne, hätte auch besser ausgehen können. Ja, aber. Ich habe mir jetzt gedacht, weil das mit der Worte-Elemente so gut funktioniert hat, wisst ihr so, ne? Aber naja, gut. Approves, das ist Bullshit und ja. Case Openings, ihr verliert nur euer Geld, macht es nicht. Auch wenn ich es wieder tun werde. Ja, irgendwann sicherlich nochmal. Demnächst in ein paar Wochen oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall, bis dann. Zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich. Ciao, ciao. Jo, da sind wir wieder. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, weil das eine Spiel habe ich mir jetzt doch nicht gekauft. Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich spiele es eh nicht 2 Wochen. Also ich zock's 2 Wochen, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ganz ehrlich, da kann ich die über 20 € die es gekostet hätte, jetzt auch hier reinpumpen. Sag ich jetzt mal nicht, welches Spiel es ist hier, weil sonst wäre ich nur gehatet. Aber egal, nee. Genau, habe mir jetzt eben von meinem restlichen Steam-Guthaben, also von fast allem, jetzt einfach noch mehr Kisten und Schlüssel geholt und hoffe jetzt einfach, dass ich wenigstens einen roten Skin bekommen. Knife wird safe nicht drin sein. Das wäre ein bisschen zu krass. Ich weiß gar nicht, sieht man das bei Action, wenn mich jemand anschreibt? Wenn ja, dann ja. Und wenn nicht, dann ja gut, dann seht ihr es eh nicht. Genau. 25 Breakout, nee, 20 Breakout haben wir, also Schlüssel und Kisten. Und 5-mal die CSGO-Waffenkiste 2 aus dem Grund, dass ich die Skins eigentlich ziemlich cool finde. Und die verhältnismäßig am meisten wert sind, weil hier die blauen Skins sogar relativ viel wert sind. Also ich habe die Scar 20 vorhin, also ich habe schon eine geöffnet, ja, weil ich habe eine Fail-Aufnahme gemacht. Also keine Ahnung, ich habe jetzt die Scheiße gelabert. Also ich meine, gut, das mache ich technisch gesehen immer ein bisschen, aber das hat echt keinen Sinn ergeben. Und ja, ich meine, es war eh nur eine Case, da ich mir gedacht, ja komm, machst du nochmal neu. Besser ist es und habe nachgeschaut, die StatRec Crimson Web 89 Cent in abgenutzt. Zweitschlechtester Zustand. 89 Cent. Ich meine, klar, StatTrak, aber 89 Cent, zweitschlechtester Zustand. Factory News, die, glaube ich, 3, 4 € wert. Also, ich meine, das ist für einen blauen Skin richtig heftig. Und ja, gut, die USP Serum und die SSG Bloodwater, die sehen halt einfach nur saugeil aus. Nova Graphit, weiß ich jetzt gar nicht, wie die aussieht. Okay. Genau. Ja, aber wie gesagt, die sehen eigentlich ganz nice aus und jo. Wie immer, Knife kann man ja wohl schlecht was gegen sagen. Genau, Blood Tiger, auch ein cooler Skin. Ich habe allerdings schon, wobei ganz ehrlich, okay, da sieht die Condition nicht so geil. Moment, das muss ich jetzt gleich mal nachschauen. Wo ist denn die? Hier. Minimal. What, das sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Hier vorne am Griff. Oder ist das normal? Wenn das normal ist, dann sieht der Skin allgemein irgendwie. Nee, es kann nicht normal sein. Ja, dass es hier so weiß ist? Nee, also ich glaube nicht, dass es normal ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, 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 nee. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Genau, ja, wenn wir sie in Factory New bekommen würden. Oder doch ist es schon. Hier ist es auch so ein bisschen weiß auf dem Bild. Ja, gut, dann ist es tatsächlich normal. Oh, da wäre sie in StatTrak gewesen. Oh. Schade. Oh, die sieht aber auch cool aus. Also, wie gesagt, die blauen Skins, alle Skins daraus taugen mir eigentlich. Gut, die Nova Graphit eigentlich als einzige nicht. Ja, gut, und Scar 20 Crimson Web, okay, aber es liegt einfach nur daran, dass Scar 20 halt eine Scheißwaffe ist. Okay, nochmal eine P250 Hive. Ein Farmer Skin habe ich auch noch nicht. Wenn sie mir jetzt nochmal irgendwas Schlechtes geben in der letzten, dann bitte ich darum, wenigstens den Farmer Skin in StatTrak oder so. Das wäre doch mal was. Wenn man dann noch das, wenn man von den schlechten Sachen auch noch das bekommt, was man haben wollte. Oder was man haben bräuchte oder will. Oder wir sind noch mal in StatTrak. Holy moly. So. Ja, die sieht aber tatsächlich besser aus. Ja, das ist Death Factory New. Genau. Aber es ist trotzdem noch da. Also irgendwie komisch. Egal.
um die Cases geht es sowieso nicht. Es geht eigentlich um die Breakout-Cases, die ich jetzt nur so Just for the Lloyds noch gekauft, weil die mir, wie gesagt, ganz taugen. Und ich hätte die auch offscreen geöffnet, die Waffenkisten 2. So. Wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass ich jetzt wirklich gar nichts bekomme, also nicht mal irgendwie nochmal die Glock-Elemental in Stat-Track oder irgendwas einfach nur, dann habe ich, glaube ich, beschlossen, also was heißt glaube ich, ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich erstmal wieder eine ganze Weile lang kein Case-Opening machen, weil das wäre schon ein bisschen krass. Also wenn ich jetzt wirklich nicht mal was von den Pinken irgendwie in guter Condition oder so bekomme, was bei 20 Dingern schon zu erwarten ist. Also das sind eigentlich nur die Leute, die richtig, richtig, richtig viel Pech haben, die bei technisch gesehen sogar 25 und davor nochmal 10, also über 5, ja, also auf jeden Fall sehr viele Cases geöffnet. Und da müsste ja irgendwann schon mal was halbwegs Gutes zumindest dabei sein. Ja? Also Stat-Track Desert Eagle, Stat-Track 5-7 oder auch normale, wie gesagt, irgendwas sollte schon dabei sein. Okay, das ist es schon mal nicht. Bei P90 Asimov, ganz ehrlich, ich finde die Trigon, die ich da gezogen habe, aus der Phoenix-Kiste irgendwie fast schon ansprechend. Ich mag die Asimov-Skins irgendwie nicht so sehr. Vor allem die AWP, die sieht irgendwie so komisch aus. So. Oh, na, ist wenigstens Stat-Track Abyss. Wenigstens Upgrade zu der, wo ich vorhin, oder ja, vor einer Stunde ungefähr gezogen habe. Jo. Ja, aber wie gesagt, ach, egal. Nee, die Trigon finde ich... Oh, da war was Rotes. Echt... Ah! Besser als die Asimov. Wobei, meine ist ja nur eins jetzt erprobt. Factory New Version natürlich nochmal ein bisschen besser. Nein, nein, man kann nicht alles haben. Vor allem keinen roten Skin aus der Breakout-Kiste. Aber wieder die Glock. Oh! Oh nein. Und die ist abgefrackt. Alter, please. Oh. Oh. Oh, shit. Shut the fuck up. Einsatz erprobt, aber es ist egal. Es ist egal. Schaut euch an. Schaut euch das an. Die ist 82 Euro wert. Oh, shit, Mann. Alter, nice. Alter, Factory New Value hat das doppelte Wert. Aber, Alter, shut the fuck up. Ja, nice, Mann. So habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Ganz ehrlich, jetzt habe ich alles wieder reingeholt, was ich in den letzten 2 Wochen rausgeballert habe. Boah, ist das cool, ey. Und ich dachte schon, ich würde nur noch Verlust mit den Cases machen. Bam, Junge. Und ich habe noch 13 übrig. Boah, ist das geil. Also ich habe jetzt für das hier alles 62 ausgegeben und mit dem von letzter Woche sind 86 ungefähr, bin ich wieder auf dem grünen Pfad. Nice. Dankeschön, Wolf. Dankeschön. Lol. Gerade 3-mal UMP Stat-Track Labyrinth hintereinander. Alles klar. Wobei ich. Nee, ich glaube, das eine war nicht Stat-Track. Aber auf jeden Fall ist einmal nicht Stat-Track und 2-mal Stat-Track hintereinander. Oi, da ist das geil. Da fühlt man sich richtig erleichtert. Da. Oh. Oh, und dann. Ja, und da geht so eine Scheiße weiter. Come on. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Knife, dann bin ich auf einem komplett grünen Pfad. Oh, wie viel Pink immer da ist. Und am Ende ist dann nur so eine Scheiße. Ist doch unglaublich. Also wenn ich jetzt noch die Glocken oder die Asimov ziehe, dann... Ich weiß nicht, was ich dann machen werde. Nochmal? What the fuck? Ich ziehe nur noch die SSG und schon wieder ins Stat-Track. Ohne Witz, bei der kann ich die Condition einfach nicht sagen. Die sehen alle gleich aus. Das ist irgendwie... Aber ich kenne die Condition, ich bin keine... Oh, da war die Asimov. Oh. Vielleicht kommt sie nochmal. Natürlich nicht. Fuck it. Jetzt drücken sie es mir aber schon richtig rein. Jetzt ziehst du einmal was Gutes und dann nur noch blau. Ja? Dann geben sie dir nicht mal mehr die PP Bits und Osiris. Dann geben sie dir nur noch einen Tritt in den Arsch. Oh, oder auch nicht. Desert Eagle Conspiracy oder Conspiracy. Spricht man das aus? Conspiracy wahrscheinlich schon eher. In Minimalware tatsächlich. Ah, aber das finde ich meine Meteorit eigentlich geiler.
Wenn ich sie doch noch finden würde, wo ist denn die? Alter, schaut euch das an, wie viele Abisses ich habe. Holy crap and moly. Ist da wenigstens eine. Ja, abgenutzt? What the fuck? Ja, ohne Witz, wo ist denn meine Desert Eagle? Ah, hier. Genau. Da finde ich die aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen geiler. Ja, wobei. Naja, gut. Geht so. Ja. Also dafür, dass es ein blauer Skin ist, ist die. Ups. Meteorite halt geil. Blau, ziemlich billig. Factory New und einfach nur gut. Oh Mann, ey, wenn ich die Asimov jetzt noch ziehen würde, das wäre echt geil. Ich meine, wie gesagt, ich finde sie jetzt an sich nicht so hübsch, aber eher rein vom Wert meine ich halt her. Und einfach nur, weil es geil wäre, beide Roten in einem Case Opening zu ziehen. Oder besser gesagt, in zwei Case Openings. Das Spiel verarscht mich irgendwie gerade ein bisschen. Okay, die sieht jetzt irgendwie komplett anders aus. Die ist nicht mal mehr blau, die ist einfach nur noch grau. Da ist komplett die Farbe rausgewaschen. Oder noch eine Cyrex. Ach komm, scheißt auf die Asimov. Noch eine Cyrex. Jetzt wird der größenwahnsinnig, denkt ihr euch? Das mag durchaus sein. So, vier Stück haben wir noch. Wie gesagt, ja, vom Gewinn her bin ich eben grünlos. Also selbst wenn jetzt noch viermal Bullshit kommt, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, dann ist es nicht so schlimm. Also ich bin gerade echt erleichtert. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das wird, also vor der Aufnahme, das wird halt safe nichts werden. Aber, also gut, an sich ist es egal. Ich meine, dafür spare ich jetzt an anderen Fronten. Zum Beispiel für LoL will ich jetzt erstmal am besten gar kein Geld mehr. Werde ich allerdings wahrscheinlich nicht schaffen. Außer das Spiel entwickelt sich zum Schlechten und ich höre auf damit irgendwann. Aber das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Oh, letzte beiden Cases. Komm, dann öffne mal mit der ersten den zweiten. Und dann mit der zweiten den ersten Behälter. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ja, ich spare halt, wie gesagt, jetzt an anderen Fronten ein und von daher ist es nicht so schlimm und vor allem ist es deswegen nicht so schlimm, weil ich es eh wieder reingeholt habe. Ah, schade. Dann können sie mir wenigstens noch, ganz ehrlich, dann gibt mir noch eine Urban Hazard MP7 in einer guten Condition. Weil meine ist, soweit ich weiß, einsatzerprobt. Und ja, komm, also das können sie jetzt schon noch machen. Also ich habe jetzt 7 oder 8 mal die Abyss gezogen. Also ich meine, komm, irgendwo ist dann halt doch mal Schluss, ne? Mit lustig. Und jo, das könnten sie schon echt mal machen. So. Ich schaue nicht hin. Ich habe die Augen zu. Okay, das Geräusch ist vorbei. Oh, Ivory. Oh, ganz knapp an der Koi vorbei. Das habe ich noch gesehen, Gaben. Das habe ich noch genau gesehen. Puh. Ja gut, aber drauf geschissen. Ich habe jetzt echt. Ja, ziemlich. Ich habe ohne Witz. Ich habe im Endeffekt, man muss mal optisch betrachtet, schon relativ viel Luck gehabt. Eigentlich schon, ne? Ja gut, wobei. Wenn man jetzt mal die Quote betrachtet, dann ist es eigentlich schon ziemlich runtergegangen, weil ich hatte ja immer 10 Cases. Einmal pink, zweimal lila und Rest blau oder dreimal lila. Gut, das ist dann relativ egal, weil die Lilanen sind eh nicht so viel wert. Das ist ja, da macht man immer Verlust bei den Lilanen eigentlich. Erst bei den Pinken macht man meistens Gewinn. Ja, aber an sich ist die Quote tatsächlich sogar schlechter geworden. Außer man setzt einen roten Doppelzehn, dann ist sie wesentlich besser geworden. Also jo. Ja, ist schon echt geil. Hätte ich nicht erwartet. Das Gute ist halt, dass es Stat-Track ist, weil ohne Stat-Track wäre sie, glaube ich, nur 20 oder 25 wert, was immer noch geil wäre, weil das den Verlust extrem mildern würde. Das wäre mir erst die Hälfte wieder drin. Aber jo. Jetzt ist halt die Frage, Trade-Up-Contract oder nicht. Aber ja, das Problem ist, das ist halt das, was ich gemeint habe. Wir können ja mal kurz schauen. Wir schauen uns einfach mal, was die SSG-Wert ist. Ja. Wahrscheinlich so 20 Cent. Ne, nicht mal. 8 Cent ist sie wert. Ja. 8 Cent. Und was können wir bekommen? PP Bitson. Ich habe ja eh alles außer der PP Bitson bekommen. Also von den schlechteren. Genau. Und jetzt nur mal angenommen, man kriegt die PP Bitson.
Moment, schauen wir mal. Schauen wir jetzt einfach mal, was die Tigre sind. Ja gut. Nicht abgenutzt. Ups. Schauen wir mal, was ist das? Minimal. Schauen wir mal, was die Minimal-Wert ist. Also 80 Cent müsste es mindestens sein, um Gewinn zu machen. Ah, und eben. Hier. Was ist die Wert? 43, ja. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Bei solchen Dingern. Es ist ja nicht nur so, dass es sich nicht lohnt. Ich meine, klar, wie gesagt, es sind 37 Cent, die man jetzt verlieren würde, theoretisch, ja. Aber es ist halt trotzdem so. Ich meine, das ist halt einfach nur ein Verlust, der einfach nur sinnlos ist. Ich meine, bei Case Openings ist es ja immer so, man macht immer Verlust, aber man hat ja diese Freude beim Öffnen. Aber bei Trade-Up-Contract, finde ich, ist es halt so, dass es halt einfach nur, du weißt, dass du das Geld verlieren wirst, ja. Und es ist halt irgendwie, du denkst dir so, es ist eine Chance von 1%, dass ich jetzt irgendwie die, sagen wir jetzt einfach mal die Desert Eagle Naga, in dem Fall jetzt, weil es von denen jetzt gerade die beste ist von der Collection, oder selbst von hier nehmen wir halt die B250 Supernova in Factory New bekommst, wo du sagst, okay, dann mache ich Gewinn, bei allem anderen Verlust. Aber das ist für mich halt einfach ein zu großes Risiko, weil die, allein schon die Waffe ist komplett random und die Condition, gut, die ist nicht random, weil wenn man nur Factory New reintut, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man, wenn dann Minimal wäre, aber man, dann kriegt man eigentlich auch Factory New raus. Ist ja in der Regel so, zumindest das, was ich so bei anderen Leuten gehört habe. Ich habe es ja selbst so noch nie gemacht. Immer nur random irgendwelche Waffen, Trade-Up-Contract reingehauen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist halt einfach ein safer Verlust und wer will safe Geld verlieren? Ich meine, bei den Cases hat man immer noch so eine Minimalchance, dass wenn du halt einen Knife ziehst, es gibt halt solche Lacker, die machen 10 Cases auf, kriegen Stat-Tracker mit Fate, 700 Euro, GGWP, verpiss dich. Ja, und dann gibt es halt Leute, gut, ich habe verhältnismäßig auch noch ziemlich viel Luck, muss man sagen, wenn man so andere Leute anschaut, die wirklich 50 Cases öffnen von einer neuen Case und wirklich zwei pinke und einen lilanen haben. Also ich meine, gut, solche Leute, die tun mir dann schon fast leid, weil die Cases sind dann teurer als die Keys, ballern da Unmengen an Kohle rein, mehrere hundert Euro und kriegen nicht mal mehr 50 raus oder so, das ist schon krass. Aber ja, das ist halt trotzdem nochmal ein bisschen was anderes, weil man halt diesen Nervenkitzel beim Case-Opening hat. Man macht ein Video drüber. Trade-Up-Contract zwar auch, aber Trade-Up-Contract ist einfach für mich. Das ist für mich einfach nur Bullshit, ja. Das ergibt keinen Sinn. Ist ja die Frage, was man sonst mit den Skins machen sollte. Aber, naja, was sonst einfach verkaufen halt und sich davon dann auch irgendwie was anderes holen. Einen pinken Skin oder so. Mal gucken. Egal. Was ich jetzt noch mache ist, ich schaue mir das jetzt noch kurz in-game an. Offline mit Bots kurz. Jupp. Schauen wir uns kurz an, wie die Ingame aussieht. Ich habe sie nicht ausgerüstet, ne? Das war jetzt ein kleiner Fail. Das kann man ja Ingame zum Glück auch noch machen. Wobei, bei Gelegenheitsspiel geht es. Bei Deathmatch bin ich mir sicher, dass es geht, aber bei Gelegenheitsspiel. Oh, fuck. Wieso habe ich nicht Deathmatch gemacht? Was ist denn los mit mir? Ich fürchte, das Spiel hat sich aufgehängt. Kommt mir nämlich sehr stark so vor. Nein, tatsächlich nicht. Alter, das ist offline mit Bots und es lädt länger als online. Was ist denn das, ey? So, jetzt, genau, erstens hat man die Kohle am Anfang nicht und zweitens kann man echt nicht. Lol. Nur wenn man tot ist, okay. Dann war es sowieso mein Fail. Egal, dann rüsten wir es jetzt aus. Und dann... Ups. Offline mit Bots natürlich. So, Deathmatch. So, jetzt aber. Ich weiß zwar schon, wie sie aussieht, aber ich würde sie mal gerne in Einsatz erprobt sehen, trotzdem. Moment, welche Condition war denn das damals, was ich da gezogen habe? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaub allerdings, das war ein Minimal wäre. Also ich habe sie schon mal gezogen, allerdings nicht in Stat-Track. Ich muss gerade überlegen. Ja, aber ich habe echt, das war letztes Jahr irgendwann im September oder, ja, November war es, glaube ich, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall schon ziemlich lang her. So, jetzt, es ist unglaublich, wie lange das Spiel lädt, ne, es ist so schlecht einfach nur. Wobei, gut, die neuen Maps gehen ja sogar, aber trotzdem, im Verhältnis ziemlich scheiße. So, irgendwo hin, wo das Licht ist. Oh, perfekt. Boah, okay. Die sieht aber schon echt hart angefickt aus. Mit echt hart angefickt meine ich wirklich richtig hart angefickt. Wer schießt denn da auf mich? So ein kleines Pfeilerkind. Das ist eh nur ein Bot, aber ich meine trotzdem. Ohne Scheiß, was ist das für einer? Bam. Ich wollte ihm unbedingt einen Headshot geben. Ja, gut, aber die sieht echt wow.
Also 82 Euro wäre die mir ehrlich gesagt nicht wert. Aber naja, ich kaufe sie ja nicht, ich verkaufe sie. Weil ich bin mir noch gar nicht so sicher, soll ich sie wirklich verkaufen? Das ist die Frage, ne? Aber ja, doch schon. Man, dead aim. Na gut, ich bin auch überhaupt nicht eingespielt und ja, habe auch gerade überhaupt keine Lust, jetzt Headshots zu trainieren. Aber jo, für Einsatzerprobt sieht die echt nicht so gut aus. Ja. Naja, egal. Wie gesagt, der Preis stimmt schon. Hängt zum Glück nicht vom Aussehen ab, sondern einfach nur von der Tatsache, dass es eine verdammte Cyrex ist. Und jo, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, Einschalten, eventuell fürs Teilen. Und ja, ihr könnt euch für mich freuen, weil ich habe jetzt wieder, wie bei meinem ersten 5 oder so, nach dem 6. Case-Opening habe ich, glaube ich, so ein Resümee gezogen. Bleh. Kann ich nicht aussprechen, das Wort. Das ist immer diese Betonung, ne? Dass ich genau ungefähr keinen Verlust, beziehungsweise minimalen Verlust von 5, 6 Euro gemacht habe. Also ich damals das Knife gezogen habe und die Cyrex und die Water Elemental. Insgesamt war das dann halt, wie gesagt, ungefähr kein Verlust. Ja? Und jetzt ist es im Endeffekt fast wieder so. Also jetzt bin ich wieder nur so bei 10, 15 Euro Verlust. Was für doch mittlerweile weit über 100 Cases, die ich geöffnet habe, schon nicht schlecht ist. Also es, wie gesagt, es gibt halt echt Case-Openings. Könnt ihr euch ja selbst mal anschauen. Ich habe in den letzten paar Wochen wieder so viele angeschaut. Vor allem von den neuen. Wie viel die da Verlust machen, das ist echt heftig. Also manche können einem da schon echt leid tun. Vor allem, weil die halt schon, man weiß halt, dass die schon 500 Cases geöffnet haben. Man weiß zwar auch, dass es ihrem Geldbeutel eh nicht wehtut, weil sie so viel Kohle verdienen, aber trotzdem ist es schon echt nervig. Aber naja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.